Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 14 Karrieremodus. Ja, erste Partie gegen Werder Bremen. Gut gelungen, 1-1. Mit dem Punkt bin ich hier auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Und ja, kann man auf jeden Fall mit gehobenen Hauptes nach Dortmund fahren. Das auf jeden Fall. Weiter simulieren. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Oh, Moment. Ah, Büro gibt's was. Gucken wir mal. Geschäftsführer Pressekonferenz. Gucken wir mal, was da abgeht. Ja, Teilen natürlich. Und wir motivieren sie. Warum? Ich will doch nicht hier Dortmund-Spieler verunsichern. Warum? Ich möchte meine motivieren. Meine möchte ich einfach nur motivieren. So, und weiter simulieren. Am Freitag spielen wir, okay. Real Madrid sieht in Lewandowski und Aguero mögliche Verstärkung im Sturm. Ja, ob sich da was tut. Wer weiß. Auf jeden Fall gegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, das nächste Spiel. Ja, Dortmund hat... Warum haben die schon zwei Spiele? Was ist denn das für eine Tabelle? Auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Moment. Dortmund hat schon zwei Spiele und spielt jetzt gegen mich. Auf jeden Fall zwei Punkte geholt. Hoffenheim zwei Spiele, zwei Siege. Ach, komisch. Egal. So. Dann können wir jetzt spielen gegen Borussia Dortmund. Ich muss gleich mal schauen, ob meine Spieler relativ fit sind. Das werden wir gleich mal schauen. Die Trikots, die blauen. Dann gucken wir mal. Ich hoffe, die sind fit. Ich meine, ja gut, ein paar Tage haben wir uns auf jeden Fall ausgeruht, ne? Ja, wunderbar. Moral, Energie, jawohl. Das passt. Das passt sehr, sehr gut. Kort kriegt nochmal eine Chance. Ansonsten geht Belrabi auf die Außen. Hat ja auch ja, die Vorlage zum 1-1 gegeben. Gegen Werder Bremen. Und naja. So. Ja, hier dribbeln. Dribbeln wir mal eben kurz hier. Zack. Oh. Ah, zurück, Kumbela. Ist hier. Boah, schießen wir mal um hier. Zack. So. So. Signal Iduna Park. Mal schauen, was hier geht. Weil wenn sie erst zwei Punkte aus zwei Spielen geholt haben. Es geht ja, ne? Er hat Lowy. Auf Korte! Er hat Lowy. Flanke kommt gut. Kumbela! Leute, was ist hier los? Was jetzt? Ah, okay. Alter, was ist denn hier los, ey? Direkt mal die erste gute Chance. Warum? Längere Rack ist ein Tor, okay. Boah, Korte. Bela, Jackson, Korte, Freistoß, gut gesehen, Schiri, gut den Vorteil laufen lassen und gute Möglichkeit jetzt hier. Dann machen wir jetzt Korte auf 18 Metern, den lassen wir ihn schießen. Also, Boland hat gute Werte, Kratz auch, Kratz darf man mal schießen. Kratz! Wir lassen mal auf jeden Fall mal jeden schießen und gucken mal, wer da am besten war. Lowy hat er gegen Bremen auf jeden Fall einen guten Freischuss geschossen, der fast reinging. Und ja, die eine oder andere Freischusssituation bekommen wir wahrscheinlich noch. Och. Kehl. Jonas Hoffmann. Der auf jeden Fall überragend ist. In echt jetzt. Im DFB-Pokal gegen 1860 hat er extrem gute Partie gemacht, muss ich sagen. Guter Pass zum 2-0 Vorlage auf Mkhitaryan. Und ja, Kehl. Weg damit. Oh, wait. Wenn der Pass höher kommt, hat so gratis keine Chance mehr. Vegetarian. Schön. Sauber. Kratz überragend. Bellerabi. Boland. Und Reichel mit. Jackson. Oh, schade, Korte, schade. Gut gedacht.
das wollte ich nicht. Da habe ich aber nicht mit gerechnet. Übergetreten. Ja, jawohl, pfeift er auch. Jawohl. Oha. Bellerabi schießt jetzt. Bellerabi. Verdammt. Oh Mann. Ja, habe ich aber nur so aus Spaß mal gesagt. Aber das war ja echt übergetreten. Ja, das war auf jeden Fall hauchdünn. Naja, ist ja nichts rausgeworden. Vegetarier. Sauber, Alter. Sauberreiche. Boland. Ah, fuck. Schade. Oh, sauber. Bellerabi. Du musst ja den ersten Ball nehmen, Lugan, aber du kriegst ja den Ball, aber direkt wieder ins Fehlpass. Dann mach lieber hoch und weit nach vorne, damit er weiter wegfliegt. Abgefälscht. Eckball. Marco Reus fasst das 1-0. Eckball, erste Ecke Reus. Marco Reus von rechts. Gute Kopfballspiele haben sie ja. Ah, dieser ist ungefährlich. Der ist ungefährlich, der Kopfball. Alles safe. El Abdelawi. Kevin Kratz. Relativ viel Platz da. Kubela. Auf Kratz, schöner Pass. Kriegt deinen Ball. Nicht, doch, er kriegt den. Ganz hinten. Oh, Mann. Er sonst immer so eine weite Flanke und jetzt Kontermöglichkeit. Nein, 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 nein. Ach, Timon, geh rein. Oh, gut gemacht. Der Pass zu weit. Jawohl, Leute. Gut den Konter. Gut, gut, gut. Jax. Bellerabi. Kratz. Blowy. Korte. Früher spielen. Jackson. Oh, da läuft Boland. Kriegt den langen Pass. Mirko Boland kriegt den noch. Komm. Guter Einsatz. Lengerick. Direkt den Arm. Na gut. Hauptsache bekommen, ne? Lengerick klatscht den mal nach vorne. Gar nicht so weit. Dann kann man abfangen. Da haben wir auch direkt den Ball, Dogan. Korte. Zu einfach der Ball weg. Und jetzt. Vicacic. Schön gemacht. Nein, 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 nein. Jawohl, Timon. Also bislang die Leistung von Timon. Überragend. Überragend. Gegen Bremen schon. Jetzt hier sehr, sehr gut. Weitermachen. Boland. Nein! Gündogan. Jawohl. Jawohl, Leute. Ken Reichel. Roland. Jackson. Kubela. Oh, ja, das ist doch ein Foul, oder? Er hält mich ja schon ein bisschen. Oh, hinten aufpassen, dass einer frei. Ganz hinten, ganz außen auf. Gündogan. Hoch. Ja, alles ungefährlich. Er konnte den Ball aber nicht annehmen, weil ich da auch im Weg war. Bellerabi. Kubela auf Bellerabi, schön. Ja, aber nicht im Lauf, deswegen muss er ihn annehmen und da ist Schmelzer. Ja, Leute, 36 Minuten gespielt, noch 0-0. Aber sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Jackson, schieß einfach mal. Lengerick, okay. Relativ ungefährlich, aber immerhin, ne? Lengerick klatscht den Ball wieder nach vorne. Auf Schieber. Den Ball haben wir. Ja, aber auch nicht mehr. Timoan. Langer Pass. Timoan. Ohne Probleme. Kevin Kratz. Ja, Fehlpass ist unmöglich. Was ist da? Schön. Bellerabi. Kratz muss nur entgegenkommen. Sauber, Bellerabi. Jetzt da schicken mal Kubela. Jawohl. Roland. Roland! Das ist relativ ungefährlich, obwohl es ein starker linker Fuß war. Leute. Gleiches Pause. Gucken, wie viele Nachspielzeiten angezeigt werden. Aber noch ist ja nicht so weit. Jawohl, Vicacic weiter. Reus wird geschickt. Sauber, Vicacic. 3 Minuten Nachspielzeit. Ball landet aus. 3 Minuten. Dann ist Pause. Wir müssen auf jeden Fall durchhalten. Muss ja sein.
Abseits, ja, wo haben sie alle die Hand hochgehoben. Handtuchheben ist ja gut, schön und gut, aber muss natürlich auch abseits sein. In dem Fall war es abseits. Kevin Kratz. Bellerabi. Karim Bellerabi. Nein, ich wollte auf Kubela. Fuck, Gündogan. Ja, wunderbar. Schön zu dem Robert. Zurück und Team Horn klatscht ihn mal vorne, weil dann fällt er wahrscheinlich ab. Ja, so ist es auch. Nur zu Pause gegen Borussia Dortmund. Wunderbar. Schön gemacht. Schön, schön, schön. Und ausgeglichen ist es. Von daher auch zu Recht. Zu Recht. Gut. Gut, aber relativ wenig von Dortmund, muss ich sagen. Gut. Ja. Timon hat einiges gehalten, ne? Roland. Schön gemacht, Jackson. Bislang noch unauffällig. Mein Gott. Schön. Was ist das für ein Pass? Abseits angezeigt und gepfiffen. Aber schön, schön, schön. Die Abseitsfalle läuft, die wir nicht haben, aber so ist es. Jackson. Kubela auf links. Kubela gegen Hummels und läuft doch weg. In der Mitte. Oh, was ist das? Das ist doch kein Schuss. Weiter, 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 Leute. Reich lasse. Nein. Weiter, Leute. Wieder gute Chance. Sauber aufgepasst. Roland. Das ist so eine Drehungpiste. Das ist immer scheiße. Ich dachte, die drehen sich dann passend an. Roland, der kämpft. Da liegt einer. Schießt den Ball nicht aus. Oh, jawohl, Dogan. Gefährlich. Gefährlich. Aber egal. Kubela. Links Jackson. Simeon Jackson. Aufs Tor. Nein. Weiter. Kubela hoch. Nein, nein, nein. Hätte ich mal alleine gemacht. Fuck, ich wollte ihn damit noch spielen. Sauber Bellerabi, Kratz, jetzt ist hier was drinne. Kratz muss nur ein Beispiel. Jawohl. Nein, wir wechseln trotzdem mal aus. Wahrscheinlich die gleiche Wechselung wie davor im Spiel gegen Werder Bremen. Weil Bellerabi ist einfach überragend. Der wird auch nächstes Spiel auf rechts außen beginnen. Korte kommt raus für Krupke und Fitzner kommt rein für Boland. Leute, hier ist was drin, aber man muss natürlich aufpassen. Ne? Mehr Ballbesitz, mehr Schüsse aufs Tor. Alles für uns normalerweise. Ne? Oh, aber die Konter sind gefährlich. Ne? Das muss man aufpassen, weil die sind natürlich, klar sind die besser. Und deswegen, das wissen sie selber. Ein gefährlicher Konter kann auch schon das Tor sein. Sauber, Kubela. Das ist echt gut. Die pressen nach vorne. Gehen schnell drauf. Gündogan auf Reus. Sauber, Bellerabi. Die Auswechslung. Dortmund auch. Blasikowski kommt zu Hoffmann. Reus. Auch relativ unauffällig. Bellerabi überragend. Das ist das Hammer, ey. Kratz. Kruppke. Auf Marc Fitzner. Links Jackson kriegt den langen Pass. Kein Abseits, hoffentlich. Nein! Nein, 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 nein. Ich dachte in der Mitte. Das gleiche Höhe. Ja, er löst sich, aber ja, steht er halt im Abseits wieder, ne? Vidal kommt für Mkhitaryan. Arturi Vidal von Juventus Turin geholt. Hummels. Das ist ein schlechter Freistoß auf jeden Fall. Aber wir kriegen den Ball wieder. Zu einfach. Viel zu einfach, Leute. Oh, was ist denn heute gespielt gekommen? Es gibt doch Eckball wieder. Reus wieder von rechts. 66. Minute. 0:0 steht es noch. Ja, wo ist jetzt noch? Raus. Vidal. Schön Bellerabi. Kuba. Blasikowski. Zu Kratis. Jawohl. Kubela. Nein, 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 nein. Wäre eine gute Kontermöglichkeit gewesen. Kuba jetzt. Reus. Ja, der Ball ist einfach viel zu schnell weg, aber wir müssen jetzt aufpassen hinten. 20 Minuten noch und Dortmund kommt.
Aber nicht so. Kumbela. Auf Bellerabi. Ja, das ist zu lang. Schmelzer ist da. Fuck. Ja, Chancen bekommen wir ja, ne? Also relativ. Möglichkeiten. Chancen ist was anderes. Oh, links. Gekreuzt den Ball. Schön, Dogan. Das ist gut. Nein. Ach, der Schuss von Gidei geht auch übers Tor. Sehr gut. So, Timo Horn. Überragende Partie wieder. Auf Ken Reichel. Jackson. Kumbela zeigt an, dass er geschickt werden möchte. Kriegt den hohen Pass. Kumbela. Links so gerade ist. Kumbela. Nachschuss. Pfosten. Das gibst du nicht. Du. Nein. Oh mein Gott. Krupke. Jackson. Was für Partie. Kumbela. Fitzner muss aus dem Abseits raus. Deswegen geht er nicht hin. Er liegt schon wieder von Dortmund. Leute, wie wir pressen. Was ist das? Wir zwingen die ja zum Fehlpass, aber wir müssen halt den Kopf gewinnen. Jackson, super. Jackson. Kumbela. Bellerabi kommt aus dem Abseits eventuell. Nee. Diesmal nicht. Kupke ist verletzt. Ja, Fitzner. Der Dark auf Bellerabi, was ist denn hier los? Bellerabi vorbei. Ja, gut, dann kommt der nächste. Langerick klatscht den Ball nach vorne. 10 Minuten noch heute. Big Chakchic. Gewinnen Kopfball. Kumbela. Rechts kratz. Die können nicht mehr. Warte, ich muss Kruppke auswechseln. Der ist verletzt. Das geht nicht. Oh, Leute, was ist denn hier los? Die größte Chance, ey. Die größte Chance im Spiel. Die Bellerabi muss ich rausnehmen. Earl kommt rein. Weil Kruppke wird ja auch nicht angezeigt, wenn er, ob, ob er verletzt ist. Ach, was ist noch ein Drücker? Fitzner. Alter. Guck mal, die schießen nur noch lange Bälle nach vorne. Weil sie mehr rauskommen hinten. Kruppke. Bellerabi. Auf Kratz. Jackson! Oh, Langerick. 5 Minuten noch. Alter, Drangphase von uns. Was ist denn hier los? Lobby. Nein, das ist meine diese scheiß Kopfwelle. Geil. Sauber, Dogan, wie gut ist das denn? Humpelt ihr mal, Bellerabi. Komm, Bela. Bellerabi, der kann nicht mehr, aber egal. Weiter. Kommst direkt raus, Bellerabi. Kämpft. Flache Flanke, hohe Flanke, wie auch immer. Nein. 88. Gündogan. Langer Pass nach vorne. Kopfball gewinnen wir. Einwurf. 89. Auswechslung. Leute. Ich möchte das Spiel wenigstens mit 0-0 vollenden. Also, das ist, ja, wäre gut. Lewandowski kommt für Kehl. Also noch offensiver. Für letzte Minute. Ja. Jetzt mal. Sauber. Einwurf für uns. Abseits von Julian Schieber. Das müsste auch gewesen sein, aber ich habe keine Nachspielzeit gesehen. Jackson. Auf Thorsten Öl. Öl! Fuck. Die Riesenchance, Leute. Oha. Die Partie endet 0-0. Eine richtig, richtig geile Partie. Mit richtig guten Chancen. Allein der dritten Minute hier. Was ist denn hier los, Alter? Heftig. 0-0 bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Wir hätten auf jeden Fall mehr draus machen können. Dennis Dogan. Super Partie mit 8,1. Bester Mann. Dogan, Timo Horn. 8,0. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Nach der Partie können wir echt frohen Mutes sein mit 2 Punkten. Und ja, wir können stolz sein. Haut da rein. Tschaußen.